Oberschützen im Südburgenland trägt schwer an einem ähnlichen Vermächtnis. Das bombastische Anschlussdenkmal prangt auf einem Hügel oberhalb des Ortes. Errichtet von den Nationalsozialisten als symbolische Bastion gegen den Osten. Auch dieses größte NS-Denkmal auf österreichischem Boden steht unter Denkmalschutz. Wegreißen war also keine Option. Die Historikerin Ursula Mindler-Steiner und Bürgermeister Hans Unger beschlossen, das Bauwerk ins richtige Licht zu rücken. Das Denkmal ist erbaut worden unter Mitwirkung der Bevölkerung. Das heißt, die Steine, die hier quasi dieses Denkmal bilden, sind von Schülern und Schülerinnen der lokalen Schulanstalten, von Lehrer und Lehrerinnen etc. hergebracht worden. Was auch ein Grund dafür ist natürlich, warum sehr starke familiäre Bindungen auch im Dorf zu diesem Denkmal zum Teil sind. Es wurde schon hinter vorgehaltener Hand oft darüber geredet, oft am Stammtisch. Und da hat man schon versucht, dass das Ganze quasi etwas klein zu schweigen. Aber dieser Prozess, das darüber reden, war genau der richtige Weg, dass einfach die Ortsbevölkerung mitnimmt. Und das hat sich wirklich auch gut bestätigt, dass das der richtige Weg gewesen ist. Die Historikerin und der Bürgermeister kennen sich seit Kindergartentagen. Ein Vorplatz zum Denkmal mit Legende soll noch entstehen. Bisher gelang es ihnen, die Oberschützener dazu zu bringen, ihre Privatarchive zu öffnen. Die Bilder zeigen Aufmärsche der örtlichen Hitlerjugend und die Eröffnungsfeier 1939. Manche Zeitzeuginnen teilten für das Projekt ihre Erinnerungen. Das ist ja alles freiwillig passiert, ne? Die haben das Material mit Pferden und Kühwegen sind die gefahren und haben die Steiner und das Ganze hingebracht dort und so weiter. Und wer Zeit und Geschick gehabt hat, hat das dort geholfen aufbauen. Nicht? Dann hat es geheißen, ihr braucht nichts mehr, ihr habt euer Soll schon erledigt. Sind so viele noch da, die wollen auch was machen. Also für einen Zwang keine Rede. Im Realgymnasium in Oberschützen, in der NS-Zeit ideologische Kaderschmiede der Region, hat das Mahnmal in den Geschichtsunterricht Einzug gehalten. Vor ein paar Jahren noch undenkbar. Ich habe meinen Papa mal gefragt, wie ich das gesehen habe, was es ist. Und dann hat er es mir erklärt. Und ich finde, man sollte darüber auf jeden Fall was gehört haben. Meine Oma wohnt auch hier. Und deswegen hat sie auch oft darüber geredet. Und das ist natürlich eine schlimme Zeit dafür. Meine bisherige Erfahrung war immer, sie freuen sich, dass sie raus dürfen, dass Geschichte an einem Ort stattfindet, den sie besuchen können. Sie müssen nicht weit weg. Sie erfassen es dann das erste Mal, wie groß das ist. Und mein Ansatz ist auch, dass es nachher sozusagen zum Nachdenken, zum Diskutieren, vielleicht sprechen sie zu Hause heute, wenn man dort anregt. Die Unbeschwertheit, mit der sich diese Kinder der Vergangenheit nähern, zeigt, wie heilsam solche Projekte sein können. Einen ganzen Ort befreien können von der Last des Schweigens.